Ehe wir uns versehen, geht es nun endlich weiter. Wie versprochen haben wir kaum Zeit vergehen lassen und die nächste Folge steht hier schon in den Startlöchern. Zum 92. Mal begrüße ich euch nun hier ganz, ganz recht herzlich in diesem wunderschönen Spiel namens Yo-Kai Watch 4. Boku da wa onaji sora o miyagete ru. Weiter geht es, wir sind nach wie vor in der Yo-Kai World und machen uns bereit mit den Quests, die auf uns warten und auf der Minimap unten rechts in der linken Ecke wiederum in der Map sieht man ein blaues Fragezeichen. Da müssen wir hin, da wartet was auf uns und wir wissen, es ist etwas, ja, was womöglich etwas schwieriger werden könnte. Eine Quest, die wir schon gesehen hatten in unserem kleinen Büchlein. Nummer 38. Diese Quest soll nun angewählt werden. Level 40 sind wir dieser Aufgabe überhaupt gewachsen. Wir werden es sehen. Und sie lautet Shinjidai no Hiro Bakudan. Was so viel heißt wie das plötzliche aufsehenerregende Erscheinen eines Helden aus der neuen Generation sozusagen. Ein neues Zeitalter beginnt hier. Und ich bin gespannt. Interessantes Wort. Bakudan. Von Bakuhatsu, Explosion und Tanjo, die Geburt, das Erscheinen. Explosionsartiges Dasein einfach. Ein Held aus einem neuen Zeitalter. Was mag das heißen? Ist es besagte Figur dort vorne, dieser Held? Wir werden es sehen. Er steht auf jeden Fall vor dem Restaurant und wartet darauf, von uns angesprochen zu werden. Und das machen wir sogleich. Oh, Sky Shariman heißt er. Und er sagt es auch. Mein Name ist Sky Shariman. Ich bin der Yokai-Held der Gerechtigkeit, der die Yokai-Welt beschützt. Eure Aktionen sind bereits bei mir angekommen. Die Gerüchte über euer Handeln haben mich erreicht. Ihr seid die, die durch die Zeiten gereist sind, um die Bösen zu bezwingen, ja? Ihr habt es geschafft, Mensch und Yokai zu einem Team zusammenzuformen, nicht wahr? Ach, dass wir schon so bekannt sind, hätte ich nicht gedacht. Und an euch, ja, habe ich eine Bitte. Würdet ihr bitte alles daran setzen, mir zuzuhören? Und da haben wir sie. Die Quest, die wir ja eben schon gesehen haben. Shinjidai no Hiro Bakutan. Hi, nehmen wir an. Ja? Ja, klar, bitte, worum geht's? Ich würde gerne einen Kampf gegen einen aus eurem Team machen. Ein Mitglied eures Teams. Besagter er soll gegen mich antreten. Wen meint er denn? Ach, ein Held der Gerechtigkeit, der für die Schwachen kämpft. Oho, er ist, ja, hat einen ganzen Körper, ist richtig schön tight-mäßig, trägt ein gutes Outfit, ist muskelmacho-mäßig dargestellt. Und sein Name, wie war er nochmal? Wovon redest du? Wen meinst du? Soll ich dich nochmal fragen, wenn ich Bescheid weiß, oder? Ich weiß genau, von wem er spricht. Sind wir überhaupt in der Lage, da mit besagtem Yokai zu kämpfen? Denn ich glaube, wir haben ihn ein bisschen vernachlässigt gehabt, kann das sein? Shutendoji dürfen wir mal ganz kurz Hand anlegen. Wo ist er denn? Michi Level 9? Komm, pass mal auf. Michi ist Level 9, ist das okay? Muss ich mit Michi gegen dich kämpfen? Das wäre nicht gut. So, also dann spricht er von besagten. Tut mir leid, ich habe den Namen vergessen. Wenn du es weißt, würdest du mir sagen? Ja, Michi würde ich sagen, ne? Vielleicht Michi? Ja, diesen Namen ist klar. Den meine ich. Wer ihn so nennt, ich weiß es nicht. Aber die Leute sprechen vom großen Master Yokai Superhelden Michi! Der Name hat sich also hier verbreitet, echt? Nun, ich möchte unbedingt alles daran setzen. Gegen keinen anderen will ich kämpfen, nur gegen ihn. Gegen Michi und seine Kameraden. Ich möchte mit meinen eigenen Augen eure Kraft sehen. Was, kämpfen? Wirklich? Ist es wirklich, dass du... dass wir gegen einen heldenhaften Yokai der Gerechtigkeit hier kämpfen? Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Es ist wie ein Sportmatch, ja? Also wir machen das ganz gemütlich und toll, ne? Wenn ihr vorbereitet seid, dann sprecht mich bitte an. Sind wir vorbereitet? Ich weiß nicht, ob wir vorbereitet sind mit Michi.
zu kämpfen. Der muss notfalls nochmal umgewechselt werden. Ich esse lieber noch ein Cremebrötchen hier. Shin, willst du nicht auch nochmal ein bisschen was essen? Oh Mann, oh Mann. Das wird das werden, aber ich wage es. Ah, ich habe auf euch gewartet. Habt ihr die Vorbereitung für einen Kampf gegen mich getroffen? Hi! Jawohl. Ja, wir sind vorbereitet. Aber, ne? Wir werden unser Bestes geben, Sky Shadiman. Sehr gut. Ja, das ist die Anstrengung, die ich hier sehen möchte. Mit diesem Willen werden wir uns jetzt gleich gegenseitig gegenüberstehen. Und ich werde auch alles geben. Oh, Sky Shadiman. Ich habe jetzt ein bisschen Respekt. Vielleicht hätte ich dann doch mich nochmal vorbereiten sollen. Oder brauche ich Michi überhaupt im Team? Der ist im Nu tot. Steht da zwar cool, aber der wird mit einem Schlag wahrscheinlich ermordet. Ja, noch steht er. Oh, ich muss mich jetzt mal aufladen, ja? Oh, Michi ist wagemutig dabei. Auch wenn man sagen muss, natürlich, Michi. Ich heile ihn doch mal. Also, so ein bisschen Heilung sollte ich ihm auf jeden Fall zukommen lassen. Zumal er sich ja jetzt verwandelt und auch ein bisschen noch was mehr geben mag. Heil mich mal kurz. Wäre schön, wenn auch Michi noch ein Level steigen könnte. Dafür darf er aber nicht kaputt gehen hier. Okay. Wow. Natsume. Da setzen wir mal was ran. Und ich glaube, ich beschleunige das. Toma, bist du bereit? Jawohl. Sehr schön. Toma und Gamble wird gerufen und der wird verstanden hat. Guck mal. Wow. Wow. Was für ein Schaden hat er da angerichtet. Yuki, Hime, komm her. Okay. Puh. Den kriegen wir doch klein. Ja. Schützt sich. Oh, damit Wumms gehen wir dahinter. Komm schon. Goemon. Ersetzen wir noch mal einen hinterher. Gleich gibt es noch eine Drohnenlieferung. Aber ich glaube, die brauchen wir noch nicht mal. Dafür, dass du Michi besiegt hast. Machen wir dich jetzt fertig. So, nochmal meine Hand gezeigt und es reicht es schon, dass er in die Knie geht und besiegt wird. Sehr schön. Oh, Michi konnte doch noch ein paar Erfahrungspunkte abknabbern da und jetzt haben wir es geschafft. Sky Shadiman ist bezwungen. Haha! Solange meine Äugler noch schwarz sind und ich am Leben bin, ja, lasse ich keine Hand an Natsume rankommen. Ah, was für ein glänzender Held. Fabelhaft! Diese Stärke! Ah, ja, dieser muskulose Körper. Und ja, wenn ich schon deinen Anzug sehe und das Herz am rechten Fleck mit Gerechtigkeit getunkt. Deine Kraft ist echt. Michi-kun! Wenn es dir passt, ja? Würdest du mit mir ein Heldenteam bilden? Was? Nein, was? Wenn mit deiner Kraft, wenn ich deine Kraft habe, dann sind wir stärker als 100 Mann. Na, wir werden das große Yokai-Heldenteam. Und wir werden alles daran setzen. Ich möchte, dass du mir hilfst, den Frieden in der Yokai-Welt zu schützen. Bewahren und hier zu sein. Ah, die 30 Jahre, in denen ich immer alles daran gesetzt werde, hatte, ein Held zu werden, ja? Ja, immer das Beste gegeben habe, als in meiner menschlichen Gestalt hier so zu agieren. Dass ich von einem wahren Joker-Helden hier abgeworben werde, unglaublich. Aber ich habe den Auftrag, Natsume zu beschützen. Was soll ich nur tun? Ist okay, werd ruhig ein Teil seines Heldenteams. Ich
Ich habe da gar kein Problem mit. Ah, das ist aber heftig von dir. Nicht so nett, Natsume. Also, jetzt wo das entschieden ist, habe ich gleich eine Aufgabe, Michiku. Du musst wissen, vor kurzem war beim Takotsubo, beim Tintenfischkrug da, ja, ein Yokai namens Warunorin gewesen, ja? Und er soll eine Frau angegriffen haben. Oh, wie ich höre, das ist schrecklich. Eine Frau wurde angegriffen, das geht ja gar nicht. So, es wird wahrscheinlich zum großen Kampf kommen. Und das Ziel ist es natürlich, dass ich mich deiner Kraft auch vergewissere. Ich werde schon mal vorgehen. Ihr kommt bitte nach. Oh, Michi, ich hoffe, du musst nicht alleine kämpfen. Das wäre schrecklich, da kommen wir nämlich nicht damit. Wir sollen Warunorin besiegen. Wo ist er denn? Hier beim... Ah, okay. Beim Krakentopf. Das wird doch richtig spannend hier. Doch wir stellen uns der Herausforderung. Ich überlege gerade nur, ob wir uns nicht vorher noch einmal regenerieren sollten. Da das Team ja doch ein bisschen angeschlagen ist. Machen wir mal ganz kurz. Die Zeit dürfen wir uns noch nehmen. Andernfalls werden wir nachher noch zusammengefaltet, wenn wir wissen nicht, was Warunorin für eine Kraft beherbergt. So. Alles klar. Dort ist er schon. Oh, der scheint zu wüten. Wie der rumtanzt. Herrje. Ist das die Dame, die hier belästigt wird? Wir sprechen mal mit ihm. Ah, was wollt ihr denn? Ah, ich bin gerade sau beschäftigt. Du bist doch der Yokai Warunorin, der eine Frau angegriffen hat, oder? Und der große Superheld Michi verzeiht dir nicht für deine Taten. Ha? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, als würde ich hier falsch liegen. Soll ich nochmal versuchen, dir das zu sagen, oder was? Wenn ihr Helden der Gerechtigkeit seid, ja? Dann kommt her, wenn ihr einen richtigen Spruch auf den Lippen habt. Ah, wollt ihr gegen mich kämpfen? Ich nehme den Kampf immer an. Ja, klar. Ja, dann bitte ich darum. Ha! Hab ich doch gesagt, du, ja? Dann lass mal machen hier. Ich werde euch so fertig machen. Lange Zeit habe ich nicht gekämpft. Und jetzt kämpfe ich mich hier durch, ja? Und werde alles geben. Warunorin, wir besiegen dich. Wir besiegen dich. Notfalls mit Gewalt. Wobei, nee, auf jeden Fall mit Gewalt. Aber das muss halt sein. Das muss sein. Und wir werden alles uns in der Macht Stehende nutzen, um durch diesen Bildschirm zu kommen. Bis in den Kampf hoffentlich. Reichend. Eieiei, das wäre nicht schön, wenn das jetzt hier wieder sich aufhängen sollte. Bitte keine Fehlermeldung oder dergleichen. Nee, Gott sei Dank, es hat geklappt. Oder doch auch nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht ist das jetzt... Wir sind, glaube ich, im Strudel hängen geblieben wieder. Es säuselt noch ein bisschen. Guck mal, dieses gruselige... Der gruselige Sound ist kurzzeitig... Ja, Warunorin, der muss erstmal aufgebaut werden. Das ist ein ganz krasser, fieser Typ. Das bedarf einiges. Aber... Es macht gar nichts. Mal gucken. Ja. Gut, also, ja, dann würde ich sagen, wir warten noch mal ein bisschen. Und was ist so euer Lieblingsheld? Okay, hört. Warunorin ist auf jeden Fall der größte Übeltäter und böste Schurke, ne? Denn das, was er uns hier bietet, ist die schlimmste Tour, die ich jemals gesehen habe. Kommt da noch was? Ich glaube, jetzt ist die ganze Musik abgesoffen. Naja. Ich warte noch mal so ein bisschen. Soll ich noch irgendwas erzählen? Ich freue mich schon auf den Kampf gegen Sodanaki. Ich hoffe, dass der Kampf gegen Sodanaki nicht so mächtig in die Hose geht wie der hier jetzt. Aber nun gut. Ich lasse es mal mit drinne. Ich nehme das jetzt einfach mal auf. Werdet ihr wundern, was ist denn da? Ist das dein Ernst? Kann das sein, dass die Musik hier abdudelt und jetzt nichts mehr kommt? Ich hoffe, der lebt noch. Also, wenn du Switch die
Die raucht schon so ein bisschen, aber mal gucken. Ach, ja. Ich verfalle gleich in diesen Strudel. Je weiter, je länger ich darauf gucke. Kommt da noch was? Ah, das ist aber echt krass. Also da müsste man was tun hier in Sachen Switch-Kapazität hier. Das ist ja nicht machbar. Ey, muss ich jetzt echt laden? Ich hab nicht gespeichert. Das wäre schrecklich. Aber ein Autosave ist da bestimmt drin gewesen noch, ne? Was in der Art? Es tut sich nichts. Es tut sich gar nichts. Wado Nodin, du bist das Böseste, was jemals erschaffen wurde. Ja, ihr lieben Leute, ihr merkt es. Ich hoffe, das Beste, dass es ein Autosave-mäßig noch was gab, weil ich habe jetzt gerade tatsächlich nicht gespeichert, aber wir werden uns schon zusammenfinden. Ich werde dann nochmal neu starten, leider Gottes, und mich dann zu Wado Nodin begeben. Und dann werden wir hier gleich den Kampf hoffentlich sehen. So, ich gebe dem Spiel noch 3 Sekunden. 3, 2, 1, da kommt nichts mehr, ne? Der Strudel ist ewig. Oder, ja, vielleicht auch nicht, komm, ich lass es. Also dann, bis gleich, ich mach das mal neu und dann sehen wir uns gleich wieder. So, einmal kurz pausiert und schon sind wir drinne. Unfassbar, das mag man nicht glauben, aber es scheint noch ein paar Performance-Probleme zu geben bei dem Spiel. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht verlieren, weil das will ich nicht noch einmal machen. So, Wado Nodin wird schon hier so ein bisschen auseinandergeglückt. Beziehungsweise er wehrt sich gar nicht. Macht das extra? Der kommt bestimmt mal in heftiger Angriff. Der powert sich doch nur auf. So. Er hat es auf Natsume abgesehen. Ja. Fumi möchte mal rein, oder was? Nee, ich mach ernst. Ich hol Thomas. Und der beschwört gleich Susaku. So, Fubuki Hime. Jawohl. Ein paar heftige Schläge abgeben. Dann haben wir ihn ja schon fast zur Hälfte runtergewirtschaftet. Aber er hält viel aus, muss man sagen. Jawohl. Jetzt Inane, dir Gott. Jetzt gibt's gut Schaden. Komm, noch mehr. Jawohl! Oh, der schwitzt schon ordentlich. Goemon. Darf auch mal zeigen, was er kann. Sehr gut. Oh, fahr mal da hinten nochmal. Na gut, wir bleiben mal dabei. Wir holen mal Kurano nochmal rein. Und jetzt! Im Angesicht unserer Freunde wird er fertig gemacht. Sehr cool. Bezwungen und gesiegt. Nach diesem sehr dramatischen Auftakt, muss man sagen, mit dem Todesladescreen. Alles klar. Saki-chan sagt, ah, sorry, dass wir euch Probleme bereitet haben. Ne, dass wir wieder hier auf Wado Nodin gestoßen sind und der uns hier in sowas reingezogen hat. Ah, es war überhaupt nicht interessant hier und lustig. Ne, dass es so weit kam, ich hab so nur ein bisschen geflirtet. Ha? Huh? Dass du da noch irgendwie, dass der Shuddy-Typ da irgendjemand noch vorbereitet und einen Helfer noch holen, ja? Was sind denn hergeholt? Diesen Macho-Typ mit dem Spandex-Anzug. Hä? Was? Du hast doch auch so einen ganzen Anzug dran hier. Du siehst doch genauso aus. Aber du hast echt was drauf, sagt Saki-chan. Du bist ein neuer Held, nicht wahr? Hm, ja, es ist unser hoffnungsvoll erwarteter neues Mitglied im Heldenclub. Aber ich bin doch kein neues Mitglied bei euch. Ah, du bist doch wohl ein neuer Held, oder nicht? Hättest du auch gleich sagen können sonst, wenn es nicht sein wird. Ha. Huh. Egal, sei es drum, ja. Ich zeig dir mal, wie man nervt was macht, ja? Willst du mal einen Heldentrick sehen, ja? Erstmal findest du ein süßes Mädel, ne? Und dann sprichst du an. Und dann geht das richtig los.
Hör auf, ihn hier jetzt mit deinen Flausen hier zu versetzen. Ja, das ist ein wichtiges neues Mitglied. Ha, und schon wieder führt die Geschichte dort weiter. Die Erzählung in die Richtung, dass ich hier der Neue bin. Hey Michi, sagt Natsume. Willst du nicht wirklich ein Mitglied von dem Team werden? Hä? Also seitdem du hier bist, bist du doch total auf Trab, ja? Machst du immer so richtig aktiv. Das passt dir, das steht dir, dieser Ort, das ist auch genau das, was du wolltest. Bitte warte kurz. Ich bin doch dein Ritter, Natsume. Ich denke, du könntest besser glänzen, wenn du diesem Team beitrittst, anstatt als meinen Ritter zu agieren. Natsume. Das war doch dein Traum, oder? Gib doch dein Bestes als Held. Aber ich... Ich... bin und bleibe und möchte immer dein Ritter bleiben, Natsume. Aber das kann doch so nicht... Auch wenn du jetzt diese Tour machst, das wird doch so nicht werden. Du. Nein, ich möchte nicht von dir, deiner Seite weichen. Ich möchte ewig bei dir bleiben. So ist das also, sagt Sky Shadiman. Wenn du da so weit schon gehst, dann weiß ich, da kann man nichts weitermachen. Es ist wichtig, Hauptsache, ihr versteht euch gut, sagt Saki-chan. Es tut uns leid, dass wir euch in den Weg gekommen sind. Dann haltet euch mal bitte hier zurück und helft mir mal. Natsume-san! Und ja, ein neuer Held. Der alte Held bleibt bei uns. Die Aufgabe ist erfüllt. Sehr schön. Gibt es dafür noch ein bisschen was? Eieiei, Punkte. Und ein Levelaufstieg auch für Michi. Und das Heldengewand, der Heldenumhang. Und hier die drei Helden nebeneinander stehend. Ich gucke mal kurz. Wobei, ich gucke erstmal auf den Gegenstand direkt. Denn das ist womöglich ein Ausrüstungsgegenstand. Können wir dem jeden anziehen? Nur der auserwählte Held darf sie tragen. Aha, guck mal, 66, das ist unglaublich. Und da regeneriert sich dann auch die Energie. Wem können wir denn den anziehen? Geht das bei jedem? Schön wär's ja. Furumyo, kann ich dir den anziehen hier? Den Anzug? Besser als alles andere, was wir hier haben, ne? Wow. Nicht schlecht, aber wir brauchen auch noch viel bessere Waffen. Da nicht mal was ausgerüstet habe, ist ja unglaublich. Michi, ja gut. Also da muss ich noch einiges tun. Aber das machen wir natürlich auch noch in der Zukunft und sonst wann auch. Wir haben ja noch ein paar Quests, die wir noch machen können vorher. Hoffentlich zumindest, wenn wir da nicht irgendwelche Yokai noch für brauchen. Die ist auf jeden Fall abgeschlossen und es bleibt spannend, ihr lieben Leute. Und bald sind wir dann soweit, dass wir uns wohl oder übel auch im Finale stellen können. Wir werden auf jeden Fall alles dran setzen. Und das war's an dieser Stelle. Ich rate nochmal kurz hier aus der Gasse raus, dass wir hier nicht das nächste Mal hängen. Und beim nächsten Mal geht es womöglich woanders hin. Aber das schauen wir mal. Hier hören wir wieder auf. Upsala, und das Spiel sagt mir auch Speicher, 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 bevor das nächste Mal wieder hier in so einen Abschluss reingeraten wirst, ja? Also, ihr lieben Leute, jetzt könnt ihr mal schön kommentieren, wer denn nun euer wirklicher ernster Held ist. Ihr hattet ja Zeit zu überlegen, während hier der Bildschirm abgeschmiert ist. Und nochmal liken lassen wäre schön. Und wenn ihr dann noch abonniert und die Glocke aktiviert, habt ihr mehr getan als jeder andere Held hier im Spiel. Das war's gewesen, ihr lieben Leute. Beim nächsten Mal geht weiter und bis dahin, gabt euch wohl und auf Wiedersehen.